Hi, hier ist Rolf vom Tesla Owners US und heute sind wir unterwegs nach Tucson. Und ich habe nicht darauf geachtet, dass ich voll gecharged hatte, hatte nur so 70% drin und muss nochmal hier kurz halten in Casa Grande. Und wir besuchen ein paar andere Charger und ihr seid dabei. So, da sind wir und jetzt halten wir hier am Supercharger in Casa Grande und guckt euch das mal an. Ich glaube, das ist das Software-Update von mehr als 120 habe ich noch nicht gehabt. Jetzt sind wir ungefähr so 35% voll, 142 Kilowatt. Das ist ja schon klasse, 425 Meilen. Und hier werden wir noch ein paar mehr Charger sehen. Ich habe auch diesmal einen vernünftigen Destination Charger gefunden. So, was mir hier passiert ist, dass der Charger bei 140 Kilowatt gedroppt ist und dass er immer wieder angefangen hat. Und da habe ich gleich Tesla angerufen und den Supercharger Team Bescheid gesagt. Das wurde auf dem Weg zurück auch repariert. So, dann wollen wir auch nochmal überprüfen, ob der Supercharger hier richtig läuft. Und ich zeige dir mal ein paar Bilder und wie ich das so gesehen habe, als ich den eingestöpselt habe, sieht es gut aus. Und ich zeige das auch nochmal hier auf dem Bild. Er lädt mit 140 Kilowatt, jetzt sind es gerade 139, aber grundsätzlich so mit 140 Kilowatt 418 Meilen, das heißt ungefähr 650 Kilometer. So, compared oder verglichen zu einem e-tron ist das ungefähr gleichwertig, vielleicht sogar besser, weil wenn der e-tron mit 150 Kilowatt charged, der verbraucht ja auch mehr, also der verbraucht ja 20% mehr auf der Autobahn, dann ist man eigentlich mit dem Model X schneller, wenn man die Charge-Zeit mitberechnet. Das war's erstmal. Ja, dann hört das mal im Hintergrund, das Geräusch. Und zwar bin ich jetzt hier ein paar Minuten gewesen. Und wenn ihr euch das anschaut, dann seht ihr hier, da sind nur noch etwas über 50% auf komplett und 68 Kilowatt Charge Rate sind. Also das nimmt dann schon dramatisch ab und die Kühlung steigt auch ganz stark dort ein. Da könnte dann wieder der Audi einen Vorteil haben, weil er ja längere Zeit durchlädt. Eigentlich müsste man das mal vergleichen. Die Fahrzeuge runterfahren und das wäre was für die Leute von Next Move. Beide Fahrzeuge runterfahren und beide Fahrzeuge aufladen. Einen am Tesla Supercharger und den einen am einem normalen DC High Power Charger oder starken Charger. Und dann müsste man mal vergleichen. Wie weit komme ich damit mit dem Laden und der Ladekurve? Das Kabel ist heiß. Hallo, hier ist Rolf nochmal und ich bin am selben Supercharger angelangt, der sich damals ausgeschaltet hat und wieder angeschaltet hat. Und wir gucken uns das mal an. Er ist kurzzeitig auf 120 Kilowatt hochgegangen und jetzt hat er sich reduziert. Naja, ich bin schon über 50% auch, aber er war 120. Auf 140 geht er nicht mehr oder so. Und zwar haben die wahrscheinlich festgestellt, dass der Supercharger ist nicht so gut, nicht so gut geeignet, um 140 Kilowatt zu laden und haben den wieder reduziert auf 120. Also, nachdem ich die angerufen hatte und dich informiert habe, gut, haben sie also reagiert. Ist auch ein bisschen lästig, wenn das Ding immer an- und ausgeht und da haben sie jetzt drauf reagiert und haben es gleich umgemünzt. Okay, wunderbar. Ja Leute, ihr könnt euch gar nicht das schätzen, wenn mal bei euch Cruise Control oder Autopilot ausfällt. So, das ist bei mir jetzt seit 2 Tagen und ich habe versucht, jemanden zu erreichen von Tesla. Ich habe die angerufen, die haben natürlich nicht zurückgerufen, ist klar. Und ich habe denen eine Nachricht hinterlassen.
Ja, ich habe dir meine Telefonnummer hinterlassen, auch nicht angerufen. Und ich kann da jetzt keinen erreichen. Aber die letzte Möglichkeit ist immer, solange die noch ein Gebäude haben, fahre ich dahin. Und das mache ich auch jetzt. Ich fahre dahin. Aber wenn man dann mal so 2 Stunden auf der Autobahn oder auf dem Highway hier manuell fahren muss, das ist schon ein bisschen nervend. Und vor allem kriegt man ja so einen lahmen Fuß, weil man immer den Cruise bedienen muss oder die Geschwindigkeit bedienen muss. Und da wollen wir mal sehen, wie die uns helfen können. Also ich müsste da noch ankommen, bevor die zumachen. Die machen um 6 zu, ich bleibe gleich um 5.30 Uhr da. Ja, hallo, da sind wir wieder und wir sind gleich bedient worden. Da bin ich aufgetaucht und da war noch ein Technician da, den ich auch schon längere Zeit kenne. Und der hat gesagt, ja, wir kennen das Problem, das hat zu tun mit dem Wächtermodus. Und ich muss den Wächtermodus permanent anhaben, auch in der Nacht. Und dann kann das Auto nicht mehr in einen Tiefschlaf gehen. Und im Tiefschlaf werden alle Kameras gecheckt. Und wenn der nach einer Weile die Kameras nicht mehr checken kann, dann wird das einfach nicht mehr aktiviert. Also das heißt, Autopilot oder Cruise Control wird nicht mehr aktiviert. Und dann kannst du den Wagen nicht mehr so fahren. Und dann hat er mir noch eine neue Firmware aufgespielt über das Netzwerk, was sie da hatten. Und dann wollen wir abwarten, wie sie das entwickelt. Und morgen sehen wir weiter. Ja, hallo. Und das wollte ich auch noch gesagt haben. Also meine Frau fährt ja gar nicht Autopilot oder noch nicht mal Cruise Control. Und sie mag das gar nicht. Und sie hat auch mit vielen Frauen gesprochen, die das auch nicht mögen, die lieber manuell fahren. Und meistens fährt sie ja. Und jetzt kann ich auch mal verstehen, wie anstrengend das ist, wenn man einige Stunden so fahren muss. Und auf dem Hinweg nach Tucson ging es ja eigentlich ganz einfach, weil Autopilot angeschaltet und auf geht's. Und bist du relativ relaxed angekommen. Aber dem Rückweg jetzt, nochmal kurz bei der Werkstatt vorbei, jetzt bin ich im Busverkehr gelandet, das ist doch schon ein ganzes Stück mehr anstrengend. Und das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie einfach oder wie komfortabel es ist zu fahren mit Autopilot oder Cruise Control, wenn ihr das nicht mehr selber den Unterschied dazu gemacht habt oder gemerkt habt. Zumindest auf einer langen Strecke. Kurze Strecke ist in Ordnung, aber auf einer langen Strecke, da ist wirklich Cruise Control oder adaptives Cruise Control oder Autopilot sehr hilfreich. Und das merkt man dann schon. Also Applaus an Tesla, dass die das so gut hingekriegt haben. Und das merkt man dann schon. Okay, Leute, also die Sensoren, und ich nenne sie die Weichzielsensoren, also diese ganzen drumherum um das Auto, die, oder Soft-Target-Sensors, die sind noch aktiv. Das richtet sich eher um die Kameras und wahrscheinlich das Radar. Also, ja, die normalen kleinen Sensoren noch aktiv sind. So, das muss ich euch nochmal erzählen. Sehr lustig, Geschichte. Immer den Schlüssel Keyfob außerhalb der Pocket haben, wenn man durch die Carwash fährt. Und zwar ist mir das mal passiert, dass ich den auf neutral machen sollte in der Carwash. Und da habe ich aus Versehen auf den Knopf gedrückt. Und zur gleichen Zeit war der auch noch in Park. Dann ist die Tür, die Falcon Wing Door, ist die Tür aufgegangen. Und dann mussten die Carwash anhalten. Sonst wären wir auch noch die Tür abgebrochen. Zum Glück ist nichts passiert. Das war nochmal glimpflich ausgegangen. Aber immer schön den Key draußen haben und nicht aus Versehen draufkommen, wenn man den Model X fährt. Okay, das war's. Das war ziemlich lustig. Hallo, da sind wir wieder. Und zwar am nächsten Morgen. Also habe ich ein Firmware-Upgrade bekommen. Das ist schon direkt am Service Center gewesen. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, dass ich ein Upgrade machen soll zu 16.3. Also 2019 16.3. Und das Upgrade habe ich gemacht. Und eigentlich funktioniert jetzt alles wieder. Und das wollte ich euch gleich mal zeigen, wenn ich hier in die andere Straße reinfahre.
Die Lanes werden wieder erkannt. Das Auto zeigt wieder an alle Funktionen. Und es scheint, dass alles behoben ist. So, dann werden wir das nochmal testen. Kurz hier auf der Strecke. Hier habe ich Multiple Lanes, also mehrere Fahrspurrichtungen. Und diese Fahrspurrichtung, die werden wir mal austesten. Und zwar jetzt. Wenn ich das so sehe, passt das. Hier sind Fahrzeuge vor mir, die werden erkannt. Fahrspur wird erkannt. Alles wird eingehalten. Super. So, hier. Ja. Das Fahrzeug daneben. Ja, alles wieder repariert. Also dann immer dran denken, falls das mal ist. Vielleicht braucht das Auto etwas Ruhe, dass die Sensoren gelesen werden über Nacht oder geprüft werden. Oder zumindest die Kameras und das Radar, dass das überprüft wird. Und dann müsste alles wieder funktionieren. So, und was ist das Fazit daraus? Das ist, dass ich glaube, die haben die Software geändert, dass die erstmal die Kameras komplett checken, wenn Sentry Mode eingeschaltet wird, sodass das eigentlich gar nicht vorkommen kann. Oder dass die Kameras checken, wenn Sentry Mode ausgeschaltet wird. Das kann man in der Prozedur mit einbinden. Und das hoffe ich, dass sie das gemacht haben. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Also, Thumbs up und unterschreiben. Und abonnieren. Abonnieren kostet nichts, wie das Dennis immer sagt. Und dann freuen wir uns drauf, wenn wir das nächste Mal euch sehen. Bis dann. Ciao. I went and said